Hallo, wir grüßen euch aus Kroatien und nehmen euch jetzt einfach mal mit auf eine Rundreise durch ein wunderschönes Land, was doch sehr facettenreich ist, auch gleichzeitig. Ja. Wir sind in Split gelandet und von Split mit der Fähre nach Brač gefahren. Ist alles erstmal ein bisschen umständlich, aber wenn man dann mal angekommen ist, ist es wirklich wunderschön. Ja, also wir befinden uns nicht auf dem Festland, sondern auf einer Insel. So sieht's aus. Mhm. Dann legen wir mal los. Supi! Gehen kann. Und unsere Tour hat uns jetzt erstmal ganz nach oben verschlagen. Das ist so ein Aussichtspunkt. Die Dovagora heißt der. Und der ist auf knapp 800 Meter Höhe und hier hat man echt einen herrlichen Blick. Mal ein paar kurze Eindrücke. Also allgemein die Insel, die ist ja doch nicht so riesig, aber ein super Panorama. Anmerken, die Straßen sind hier echt verdammt schmal. Mhm. Für Fußgänger ist das hier nichts. Mhm. Wenn das die Grünen in Berlin wüssten. Ja, dann ist man Radweg. Das ist heute der zweite Tag mit unserem Mietwagen. Wir sind in Kroatien, immer noch auf Rundreise und wir machen gerade so den südlichen Teil. Und hier gibt es so ein Kloster, was man sich angucken kann, was so in den Fels gehauen ist. Aber man muss sich diesen Weg, so steht das auch irgendwie, verdienen. Das heißt, man kommt zwar mit dem Auto bis zum gewissen Parkplatz und von da aus geht dann einfach nochmal ein Kilometermarsch durch die Natur hier durch. Aha. Wir hoffen eigentlich noch, dass die Sonne rauskommt. Aber der Blick ist, also der Weg und der Blick ist schon gut. So, da ist es, also das Kloster. Irgendwie haben wir uns das jetzt doch ein bisschen größer vorgestellt. Ja. Aber wir werden da einfach jetzt mal rein. Alles aus Stein. Das war unser kleiner Ausflug zum Kloster. Hat sich auf jeden Fall fußtechnisch gelohnt. Also man bleibt fit und in Bewegung. Ach, man ist jetzt auch dermaßen durch. Ja, wirklich viel. Man kann leider im Kloster nicht filmen. Aber man hat mal einen kleinen Eindruck, dass es anscheinend echt beschwerlich ist, da irgendwas hinzukriegen. Ui, Butterfly. Für uns hat es jetzt gereicht. So einmal dahin und zurück. Gut außer Atem. Ja, wie viele Kilometer waren es jetzt? Es waren jetzt 5. Aber das Problem ist, dass die Wege
Wir gehen ja eigentlich nur steil bergab und bergauf und überall liegen dicke Felsen. Kies. Sehr beschwerlich. Klamotten. Also für Kinder nicht so zu empfehlen. Uh-uh. Ja, das war der und kleine Einzelne. Und festes Schuhwerk. Wir haben viele gesehen mit Flipflops. Katastrophe. Ja, das halt immer, will sich echt die Füße kaputt machen. Nee, hatte ich mal vom Eindruck und vom Sportlichkeit. Man bewegt sich im Urlaub, das hat sich gelohnt. Aber ansonsten... Ja, wir fahren jetzt weiter Cabriolet. Oh ja. Achtung, Achtung, es geht los. Moment. Wow. Weil wenn schon, dann muss man sich auch mal ein Cabriolet gönnen. Ja. Auch. Im Vertrauen, wenn es 15 Jahre alt ist und man bestimmt jetzt nicht mehr so die Welle mitmachen kann, aber das Feeling ist schon nicht schlecht, einfach mal so. Ja. Und wenn denn der Wind. Guten Abend aus Kroatien. Also hier gibt es ja echt schöne Buchten. Wir sind immer noch auf der Insel Brač und war schön gewesen. Die Insel ist nicht so groß. Man sieht dann, wenn man sich 2-3 Tage einen Mietwagen nimmt, kann man alles sehen. Schöne Buchten, schöne Wälder, alles noch sehr urig, kann man sagen. Und falls ihr noch ein Hotel sucht, da haben wir irgendwie auch noch ein Video. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Ansonsten schönen Abend und viel Spaß, falls ihr mal nach Kroatien fahrt. Jetzt kommt noch das kleine Highlight. Achtung, Achtung! Nein, das Netz. Das Netz ist nicht das Highlight.